Hallo und herzlich willkommen bei Volksfreund TV. Die Themen des Tages aus der Region im Überblick. Einspurig auf 4,2 Kilometern. Keine Milch für Molkereien. Zwischen Oostburg und der Hohen Wurzel staut sich der Verkehr, denn die B52 wird auf diesem Teil der Strecke saniert. Die Restsanierung der B52 von Trier nach Hermeskeil läuft seit Mitte der Woche auf Hochtouren. Rundum erneuert wird der rund 4200 Meter lange Abschnitt zwischen der Einmündung nach Oostburg und dem Parkplatz Hohe Wurzel. Zurzeit wird bei Oostburg mit schwerem Spezialgerät der alte Fahrbahnbelag abgefräst. Bis Ende der Woche will die beauftragte Firma den Belag auf der gesamten Strecke entfernt haben. Der Verkehr kann die Baustelle nur einseitig bei Ampelregelung passieren, was regelmäßig zu Warteschlangen führt. Voraussichtlich werden die B52-Nutzer noch bis Ende August mit den Behinderungen leben müssen. Die Kurzmeldungen des Tages. Trier. Seit fast einem Jahrzehnt bemühen sich die Handwerkskammer und die Stadtverwaltung Trier darum, aus der alten französischen Kastelnau-Kaserne im Trierer Stadtteil Fein ein Gewerbegebiet für mittelständische Handwerksbetriebe zu machen. Dieser Plan hat alle Klagen besorgter Nachbarn, die den Lärm und vor allem eine Schädigung des Naturschutzgebiets Matheiser Wald befürchten, überlebt. 2009 soll die Transformation der Militärbrache in ein Handwerkerparadies endlich beginnen, meldet Hans-Hermann Cox, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Trier. Wir haben eine schriftliche Interessenbekundung von 40 Trierer Handwerksbetrieben, die 10 der 14 zur Verfügung stehenden Hektar zu einem Quadratmeterpreis von 35 Euro übernehmen wollen. Hunsrück. Vor 15 Jahren startete die erste Maschine mit Touristen auf dem ehemaligen Militärflugplatz Hahn. Aus einer belächelten Vision hat sich seitdem ein rheinland-pfälzisches Vorzeigekonversionsprojekt entwickelt, dessen Zahlen für sich sprechen. Noch kurz bevor im Mai 1992 die erste offizielle Passagiermaschine nach Mallorca abhob, hatte der damalige rheinland-pfälzische Verkehrsminister Rainer Brüderle orakelt, dass im Jahre 2010 eine Zahl von 1 Million Fluggästen nicht unrealistisch ist. Im vergangenen Jahr wurden hingegen schon mehr als 4 Millionen Passagiere gezählt. Rund 3200 Beschäftigte sind in 115 Betrieben beschäftigt. Tausende von Milchbauern beteiligen sich seit Dienstag am ersten bundesweiten Milchlieferstopp. Zum Auftakt demonstrierten 350 Landwirte in Au bei Prüm für höhere Erzeugerpreise. Am Dienstagabend blockierten 100 Bauern mit 50 Traktoren den Firmensitz der Milchunion Hocheifel in Bronsfeld. Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter, kurz BDM, hat einen unbefristeten Lieferstopp ausgerufen. Der Verband fordert einen Basispreis von 43 Cent pro Kilo und einen Systemwechsel. Rund 350 Landwirte trafen sich zu einer von bundesweit 2 Hauptauftaktveranstaltungen des Streiks im Eifeldorf Au bei Prüm. Feuerwehrleute und BDM-Mitglieder leiteten die Besucher auf Parkplätze. Von einem Anhänger machten die Redner Stimmung gegen die Milchindustrie und vor allem gegen Handelsketten, die bei den jüngsten Verhandlungen weitaus niedrigere Preise durchgesetzt hatten. Auch BDM-Landesvorsitzender Oliver Grommes trat ans Rednerpult. Aufgrund der Frühjahrsvertragsabschlüsse des Lebensmitteleinzelhandels mit den Molkereien, die herbe Preissenkung nach sich gezogen haben, ist die Existenz unserer Milchviehbetriebe auf Dauer gefährdet. Über die Streikquote gibt es bisher nur vage Angaben. Nach einer Hochrechnung der Milchunion Hocheifel in Bronsfeld könnte die angelieferte Milchmenge um 20% zurückgehen. Grommes startete symbolisch den Streik, indem er aus einem Fass Milch abließ. Die gemolkene Milch liefern die Streikteilnehmer nicht mehr ab, sondern verfüttern sie an ihre Tiere oder leiten sie in die Gülle ein. Ja, der Milchlieferstopp ist zurzeit voll im Gange. Wir werden rheinland-pfalzweit 50% der Milchproduktion in den Betrieben zu Hause halten. Je nach Umfang und Dauer des Lieferstopps will die Hochwaldmolkerei in Thalfang die Herstellung haltbarer Waren wie Butter und Magermilchpulver etwas zurückfahren, um genügend frische Produkte liefern zu können. Sogenannte Hamsterkäufe von Milch und Milchprodukten waren in den Supermärkten noch nicht festzustellen. Laut dem Hauptverband des deutschen Einzelhandels wird es keine Lücken in den Milchregalen geben, da die Milch notfalls aus dem Ausland importiert werde.
Am Dienstagabend demonstrierten 100 Landwirte mit rund 50 Traktoren vor dem Firmensitz der Milchunion Hocheifel in Bronsfeld. Mit ihren Fahrzeugen störten sie zeitweise den Lieferverkehr. Die Polizei sorgte dann jedoch dafür, dass eine Zufahrt zum Gelände frei blieb. Oliver Grommes überreichte MU-Geschäftsführer Rainer Sievers eine Resolution mit den Forderungen der Bauern. Gegen 23 Uhr löste sich die friedliche Versammlung vor dem Haupteingang langsam auf. Der Sport wird Ihnen präsentiert von Bitburger. Fußball. Ab heute sind im Vorverkauf Karten für das Rheinland-Pokalfinale zwischen Eintracht Trier und TuS Koblenz 2 am 4. Juni erhältlich. Anstoß im Salmtalstadion ist um 19 Uhr. Stehplatztickets kosten 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Sitzplatzkarten sind für 12 Euro zu bekommen. Tickets sind im Autoland in der Paulinstraße und bei der Eintracht-Geschäftsstelle zu bekommen. Frauenhandball. Nach den drei Testspielen gegen Spanien können sich Anna Mons, Kira Eickhoff und Neuzugang Nadja Nadgornaja von der DJK Mietz Trier berechtigte Hoffnungen auf die Teilnahme an der Handball-Juniorinnen-Weltmeisterschaft in Mazedonien machen. Die Auswahl des Deutschen Handballbundes gewann zwei der drei Partien. Die drei Mietzen überzeugten dabei mit guten Leistungen. Der Sport wurde Ihnen präsentiert von Bitburger. Die Pariser Jahre des Dichters Heinrich Heine stehen im Mittelpunkt der neuesten Produktion des Trierer Max-Tuch-Theaters Ich, Heine. Begleitet mit den Klängen Chopins wird die Grundposition des berühmten Dichters gefunden. Der Vorhang öffnet sich für die Hommage an den Dichter zum ersten Mal am 31. Mai um 20 Uhr im kleinen Saal der TUFA Trier. Weitere Aufführungen sind am 6. und 7. Juni. Karten gibt es in den Pressecentern Trier, Bitburg und Wittlich, unter der Ticket-Hotline sowie im Internet. Er ist klein, schlagfertig, witzig und nicht zu bremsen. Der Comedian Bernhard Hoeker. Seine Gedankengänge können sich zum letzten Schrei der Psycholinguistik verselbstständigen. Seine grenzenlose Dynamik wird zur neuen Sportart. In Prüm präsentiert er am 31. Mai sein Programm Ich hab's gleich. Los geht's um 20 Uhr im Kongresszentrum Prüm. Und jetzt zum Wetter in der Region. Am Donnerstag gibt es immer wieder Schauer, örtlich auch mit Blitz und Donner. Dazu kühlt sich die Luft in den Frühstunden auf 11 Grad ab und erwärmt sich tagsüber bis auf 28 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Freitag ist mit Schauern, teils auch mit Gewittern zu rechnen. Die Tiefstemperaturen betragen 14 Grad, die Höchstwerte 26 Grad. Soweit die Nachrichten von Volksfreund TV. Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie morgen in Ihrem trierischen Volksfreund. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis morgen! Sehen, was Sie sehen wollen. Dann kaufen Sie nicht die Katze im Sack. Erleben Sie Ihre Stars hautnah. Mit Tickets vom Trierischen Volksfreund suchen Sie sich Ihre Plätze aus in den Servicecentern Bitburg, Trier und Wittlich. Telefonisch oder online. Wer, wie, was, wann, wo? Erfahren Sie dienstags und donnerstags in Ihrem Trierischen Volksfreund und auf volksfreund.de. Der Volksfreund. Er gehört zum Leben.